Hallo liebe Leute, Sonntag ist Gedichtezeit und es ist wieder soweit. Ja, ist euch schon mal so passiert, dass ihr irgendwas schreiben wollt, Gedicht, Text, egal, irgendwas, und man sitzt vor einem weißen Blatt Papier und das wollt ihr nicht sehen. Tja, kann passieren. Aber dass man über das nicht einfallen, was eingefallen ist, dass einem da wieder was einfällt, dass einem nichts einfällt, ist auch nicht so einfach. Aber ich habe das einmal probiert und habe das auch zusammengebracht. Das Gedicht heißt, mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Ja, kann es das wirklich sein, dass es sowas gibt? Ich werde nur verrückt. Keine Idee von einer Geschichte, kein Thema für ein kleines Gedicht. Soll ich was schreiben über die Jahreszeit? Ich weiß nicht, Weihnachten ist auch noch so weit. Vielleicht was über den Sommer vom schönen Wetter. Das ist jetzt schwer, so ein Gefrett auch. Der Frühling war auch eine schöne Zeit, mit den ganzen Grün und die Blier. Mir fällt nichts ein. Kein Gefühl und kein richtiges Gespür. Der Herbst kommt was werden, wenn sie die Blätter umfärben. Na geh, da geht auch wieder nichts. Mir fällt kein Reim nicht ein, verflixt. Da kommt nur der Winter was werden. Sonst kommt mir bald das Rehren. Was soll ich schreiben über die kalte Zeit? Ich hab mit Schreiben bald mehr keine Freude. Vom weißen Blatt Papier sitzen und nicht einmal einen gescheiten Reim außer schwitzen. Nix. Nicht einmal irgendwas fällt mir ein. Ich glaub, ich lass das heute einmal sehen. Naja, vielleicht küsst mir die Muse ein anderes Mal. Dann schreibe ich wieder ein schönes Gedicht. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, dass es euch nicht auch so geht, dass euch einmal nichts einfällt. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Man kann sogar über nichts was schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und gesund bleiben.